Letztes Jahr habe ich leider nicht bei der WM dabei sein können hier in Bodersdorf. Da war ich beim World Cup Tourstop, heuer wieder dabei, das ganze Wochenende über Wind. Bin super glücklich hier gewesen zu sein und jetzt habe ich gewonnen, bin Staatsmeister und da gibt es nichts Besseres natürlich. Wie man sieht, bin ich mittlerweile nicht mehr ganz so konkurrenzlos. Heißt, ich möchte auf jeden Fall trainieren und dass ich mit den Mädels mithalten kann. Wir sind international aber jetzt schon ganz gut vertreten. Da gibt es 3-4 Surfer, die international halbwegs mitsurfen können. Und deswegen war ich gespannt, wie es sein wird. Und ich bin sehr zufrieden, dass ich eigentlich gerechtfertigt gewonnen habe. Und da bin ich sehr stolz und freut mich sehr. Es ist so, dass wir eben hier dieses Best-Trick-Format fahren, wo nur 3 Manöver zählen. Und ich glaube, dass ich einfach overall die schwierigeren Moves dann auf dem Scoresheet gehabt habe.